Wer träumt nicht davon? Am Strand liegen, Börsengewinne machen, vielleicht ein paar Minuten jeden Tag nur auf den Markt gucken und fette Gewinne einstreichen. Genau darüber rede ich heute mit Carlos Martins über das Thema Trading. Trading, aktiver Börsenhandel mit sehr hohen Trefferquoten, um eben vielleicht sich das Traumleben zu finanzieren, was man sich schon immer gewünscht hat. Hallo Carlos, schön, dass du dabei bist. Moin aus Hamburg. Danke für die Einladung, André, und schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dich als super spannenden Interviewpartner zu haben. Du hast ja den Traders Club 24 gegründet, Deutschlands größten Trader-Club mit über 3.500 Mitgliedern. Ihr macht über 360.000 DAX-Kontrakte jeden Monat, habt Trefferquoten teilweise über 90%. Mit mehr als 25 Jahren Börsenerfahrung traue ich dir das auch zu. Aber die Frage ist natürlich, wie schaffe ich das jetzt, vom Trading wirklich leben zu können? Was brauche ich, um Trading als festen Teil meines Lebens zu haben, der mir einen guten Cashflow generiert? Oh, diese Frage werden wir natürlich tagtäglich konfrontiert. Und es ist nicht so einfach, wie du es gerade skizziert hast. Ja, wir träumen davon alle. Ja, aber ich glaube, in jedem Bereich, was man macht, auch im Bereich Trading, fängt man erstmal mit harter Arbeit an. Und zwar, man muss sehr viel, und das ist das Spannende beim Trading, man erfährt sehr viel von sich selber. Ja, das unterschätzen die meisten Leute, weil Trading ist ja, so wie wir es auch teilweise betreiben, kurzfristig. Und beim Trading generell wirst du nicht nach Zeit bezahlt, sondern nach Entscheidung. Und die Entscheidungen, die getroffen werden, dürfen nicht aus dem Bauch heraus geschehen, sondern die müssen skizziert werden. Das heißt, du brauchst einen klaren Plan, du brauchst eine Strategie, die zu deinem Charakter passt. Ja, und dann brauchst du sehr viel Erfahrung, die du machen musst. Du musst für dich selber Backtest machen. Du musst ein Journal führen. So ein Journal ist letztendlich nichts anderes als eine Kontrolle, wie du dich selber kontrollierst. Weil das machen sehr, sehr viele verkehrt. Sie fangen an zu traden, machen Verluste und können diese Verluste, die ja ein Teil unseres Business sind, gar nicht identifizieren. Ist das jetzt ein Fehler? Ist das, oder ist das eigentlich nur ein Teil aktuell meiner Strategie? Das heißt, das Rundum-Paket, wovon alle träumen, auch gerade die jungen Leute, die über Social Media da ja auch reingezogen werden, nur auf den Mausklick. Es ist zwar nur letztendlich ein Mausklick, da gebe ich auch allen recht, und aber es ist viel, viel mehr im Hintergrund. Und da bereiten wir die Trader drauf vor. Ja, und da haben wir sehr viel Erfahrung sammeln können. Und bieten dann so Pakete an, wo man draufspringen kann. Und trotzdem ist das auch schon eine Herausforderung, eine Strategie jeden Tag sauber umzusetzen. Wenn man sie selber nicht entwickelt hat, dann braucht man auch ein bisschen Vertrauen. Und da helfen wir und unterstützen wir die Trader. Sehr spannend, Strategie und Umsetzung. Das ist ja auch so mein Claim und du lebst es ja auch. Wir kennen uns jetzt auch schon einige Jahre und arbeiten ja auch dicht zusammen. Ich finde das super, was ihr da in Hamburg macht. Und du hast über 3.500 Mitglieder in einem Traders Club. Das ist ja in Deutschland auch einmalig. Ich kann mich daran erinnern, so neue Marktzeit 99, 2000, da gab es so das ein oder andere Händlerbüro, was ich auch privat gegründet hat. Ich kenne das natürlich bei mir in der Fondsgesellschaft. 200 Kollegen auf dem Floor, 20 Leute im Trading und ich habe auch in der Börse gearbeitet. Da arbeitet man ja bewusst zusammen, um eben gegenseitig sich zu unterstützen, gerade mit den emotionalen Themen. Warum hast du einen Traders Club gegründet und wie macht ihr das technisch? Weil du wirst ja nicht 3.500 Leute auf dem Handelsflur haben, oder? Nein, also gegründet haben wir den vor 15 Jahren, 2009, und ich bin auch bei einer kleinen Wertpapierhandelsbank angefangen und habe den neuen Markt live miterlebt und habe dann auch gesehen, wie die Handelsräume, private Handelsräume entstanden sind, die sogenannten Trading Centers mit Futures, und wo ich sagte, oh wow, da kann ein Privatmann jetzt also irgendwo in Chicago ein Börsenkonto eröffnen und dann den S&P und DAX Future handeln, hat aber gar keine Erfahrung. Und das war letztendlich auch so. Man hat sich da, das wurde angenommen, aber langfristig, glaube ich, ist es kein Erfolg. Und so zieht sich das auch so durch meine Karriere. Ich habe dann die Online-Broker, durfte ich teilweise mit dabei sein, welche gegründet worden sind. Ja, wir erinnern uns an Quarter Consors, dann gab es dann den großen englischen CMC Markets, die nach Deutschland gekommen sind mit dem CFD-Markt. Und ich habe dann immer wieder bei Brokerfirmen gesagt, wir müssen die Trader besser vorbereiten, weil sonst ist das ja so ein Spiel auch für einen Broker. Und ich komme aus der Brokerindustrie und das macht, glaube ich, meine
Art und Weise zu denken einzigartig, weil ich habe zigtausende von Konten live gesehen, von Tradern, ich will die Namen jetzt hier nicht nennen, die vermeintlich Trading-Stars sind etc., wie es dann tatsächlich auf den Konten aussieht. Und es ist immer wieder ein gleiches Konstrukt, ein gleiches Muster, was man erkennt. Ja, und das ist eben halt Strategie, Risiko, Money Management und die Umsetzung. Und für mich war damals die Frage, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir diese drei Komponenten hin, dass die Leute in die Umsetzung kriegen? Und ich glaube, das weißt du ja auch, André, als Sportler, jeder gute Sportler hat einen Coach an seiner Seite, der darauf hinweist, was zu tun ist, was zu machen ist, damit man sich besser, damit man besser wird. Und so habe ich gesagt, okay, man stellt sich auch auf Messen vor, wenn der Carlos da mit Konfirmationsanzug steht und sagt, da habe ich gekauft, da halte ich verkauft. Ja, wenn das so einfach ist, wieso macht der Junge das denn nicht selber? Und damit wird man ja jahrelang immer wieder konfrontiert und die Frage ist natürlich auch berechtigt. Und da habe ich gesagt, okay, dann lass uns das so machen, dass wir einen Live-Trading-Raum öffnen. Wir waren am Anfang 50 Trader, wo man uns digital über die Schulter schaut. Und dann haben wir aber auch gemerkt, André, dass durch diese Art und Weise, dass jeder was reinposten kann, das kennst du wahrscheinlich auch in Foren, wir ein Kuddelmuddel haben. Der eine Paul geht long, Sibylle geht short und das ist nicht strukturiert. Und so ist das langsam entstanden, dass wir sagen, wir müssen Strategien entwickeln, die wir alle sauber umsetzen können. Natürlich gibt es kein Reißbrett, wo man sagt, das ist jetzt die beste Strategie, sondern es gibt für verschiedene Segmente interessante Ansätze. Und du hast es schon erwähnt, die Kritiker, die uns kritisieren oder mich kritisieren, wenn sie Werbung sehen und wir Werbung machen für eine hohe Trefferquote, hat das natürlich einmal eine Verständlichkeit, sagt, wow, dieser Aha-Effekt, wie kann das sein? Das stimmt doch alles gar nicht. Und dann kommt man ein bisschen tiefer rein und dann sagt man, ah, aber Trefferquote, Carlos, ist ja nicht alles. Und da gebe ich natürlich allen Tradern recht. Und ich glaube, André, wir würden hier nicht sitzen und du würdest mit mir kein Interview führen, wenn du denkst, der Carlos ist ein Spinner, sondern die Trefferquote, warum wir so hohe Trefferquoten haben, ist eigentlich nur für Mindset, für den Kopf, damit du besser reinkommst. Und nicht, dass du sagst, okay, die Trefferquote ist gleichzeitig Rendite. Eine hohe Trefferquote bedeutet, dass du ein gutes Gefühl bekommst und einen Trade mit einer CRV-Erwartung von 1:2, was viele natürlich auch in Büchern schreiben, ist absolut richtig. Nur, die coachen nicht live. Die sind nicht jeden Tag live. Und wenn du das machst, dass du sagst, du steigst ein mit einem Stop-Loss von 10 Punkten und willst mindestens 30, 40 Punkte haben, dann hast du wahrscheinlich eine Trefferquote, die liegt bei 40%. Das heißt, du hast sehr viele Verlustserien und die überleben die Privattrader nicht. Da würde ich mich in jeder Talksendung, in jedem Unterschied, welcher Trader auch immer ist, das halten die nicht durch. Die hören auf. Und wir wissen beide, dass ein Trade einzeln zu betrachten, darfst du nie machen. Du musst immer eine Serie von 100 Trades. Das heißt, du musst immer im Gedanken haben, wie waren jetzt eigentlich die 100 Trades, die ich gehabt habe? Die waren doch alle erfolgreich. Wieso betrachte ich nur einen Trade? Und das weiß ich. Und das weiß ich aus Grund der Erfahrung. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen alles dran setzen hier im Club, dass die Leute schnell ins Onboarding kommen, dass die ein gutes Gefühl kriegen. Wenn ein Trader läuft, dann bekomme ich Paul und Sibylle und Silke und wer auch immer hin, zu sagen, jetzt zieh doch den Stop-Loss auf Einstand und lass den Trade laufen. Aber bis dahin ist das der schwierigste Weg. Und du kennst diese Formel, 90-90-90. In 90 Tagen verlieren 90% der Trader 90% ihres Kapitals. Und das ist wirklich wahr. Die ersten 3 Monate sind extrem wichtig. Und das ist meine Aufgabe, so sehe ich sie zumindest, diese 3 Monate erfolgreich zu machen, um ihn dann in die Spur zu bekommen. Und wie gesagt, es ist anders wie bei dir, André, Trading ist eine Disziplin, es ist keine Altersvorsorge, es ist hochspekulativ, aber mega, mega interessant, weil diese Challenge jeden Tag mit sich selber sich auseinanderzusetzen, die Märkte rauf, runter und die Flexibilität, dass man sagt, man ist nicht gebunden mit dem Kapital, sondern man hat Cash frei, man kann den Trade eingehen, man hat abends, wenn es gut läuft, sind die Bücher zu und man ist dann relativ flexibel in der Handhabung. So, jetzt habe ich viel geredet, sorry. Nee, mega gut und mega spannend und ich bin voll bei dir. Ich lege auch Wert darauf, dass die Strategien aus der Ausbildung Trefferquoten so im Bereich 60-70% haben. Und ich weiß, dass eben sehr, sehr gute Strategien auch im Trendfolgebereich eher 20-30% Trefferquoten haben, aber dann CRV von 5-6-7. Aber es ist unglaublich schwer durchzuhalten, weil man eben, wie gesagt, als Mensch ja auch die Bestätigung und die Belohnung braucht.
Nun nehmen wir mal an, da kommt ein neuer Trainer an den Markt. Mit deiner ganzen Erfahrung, mit den Mitgliedern in 15 Jahren macht er das schon. Was wären so die drei Tipps und Tricks an einen neuen Trainer, der sich jetzt in dieser Rubrik probieren möchte, der einfach sagt, okay, ich möchte eben nicht nur langfristiges Investment machen, sondern auch vielleicht aus Diversifikation oder auch als Ertragszubrot. Ich möchte jetzt wirklich aktives Trading betreiben. Was wären so die Tipps, Märkte, Zeitframe, Strategie hast du ja schon gesagt, Psychologie bist du schon ein bisschen drauf eingegangen. Was wären aber so die drei Keypunkte, wo du sagst, Mensch, das braucht jeder neue Trader, wenn er erfolgreich sein möchte? Erstmal für sich im Klaren zu werden, wie viel Zeit habe ich? Weil es bringt nichts, eine Strategie auch aus dem Regal zu ziehen, wenn die nicht zu meinem Lebensumfeld passt. Wenn man also im Studium ist oder berufstätig ist und hat nur einen gewissen Zeitrahmen, dann würde ich da erstmal mit anfangen. Als Anfänger und als Neuling würde ich immer empfehlen, eher in den Swing-Modus zu gehen, also in Swing-Strategien, die genau das Interessante im Trading mitbringen, nämlich dieses Long-Short. Ich bin also kann auf steigende Kurse wie auch auf fallende Kurse spekulieren. Aber, und jetzt kommt wieder die Erfahrung, die ich mit gemacht habe und auch den Tradern mitgebe, ist die Entscheidung, weil ich hatte das ja vorhin gesagt, du wirst nicht nach Zeit bezahlt, sondern nach Entscheidung. Die Entscheidung, die du treffen musst bei Swing-Strategien, die sind vielleicht 3-4 Mal in der Woche, wenn du einen Trade über Nacht hältst. Wenn du Markteröffnung, wenn du kurzfristig diese kurzfristigen Bewegungen, dann triffst du 4-5 Entscheidungen am Morgen. Und dafür, André, muss der Kopf erstmal komplett gefestigt sein. Und deswegen fangen wir an, diesen sogenannten Trading-Muskel zu trainieren und sagen, wir starten mit Swing-Strategie. Das heißt erstmal Zeitkomponente. Es gibt Strategien auch im Trading, die du nebenberuflich umsetzen kannst. Dann natürlich die Bereitschaft, welche Märkte ich trade. Da gibt es natürlich Leute, die haben sich Bücher genommen, ob das jetzt Option ist, wie auch immer. Wir traden im Devisenbereich, weil es der größte Markt ist, liquide. Und wir haben, wenn wir einen Stop-Loss-Platz hat, platzieren, dann wird er auch in der Woche sauber umgesetzt. Extrem spannende Hinweise, extrem gute Tipps. Also erstmal den Zeithorizont bestimmen, es muss zum Leben passen. Märkte sollten auch liquide sein. Es bringt ja auch nichts, in Small Caps jetzt irgendwie Daytrading mit Millionen zu machen. Da sind die Devisenmärkte sicherlich sehr spannend. Und was du ja auch indirekt gesagt hast, eine klare und eine einfache Strategie, die man hat. Wie wichtig ist so dieses Miteinander, dass man da vielleicht nicht alleine vor dem Monitor sitzt und tradet, was ja viele auch ausprobieren oder auf dem Handy dann vielleicht mal unterwegs daddeln, sondern dass man eben auch bestimmte Prozesse und Strukturen hat. Dieser Trading Room erfordert ja eben auch, dass ich zu einer festen Zeit an einem festen Ort bin, wo du oder eben deine Trainer auch die Trades dann vorgeben. Da muss natürlich keiner folgen. Das ist eben nur so, wie du das machst, aus der Idee herausgeboren. Naja, ich will es eben nicht nur erklären, sondern ich will es auch zeigen. Wie viel ist, sage ich mal, Erfolgsanteil, diese Routine zu haben mit den anderen Menschen, die das eben genauso durchziehen? Okay, die Strategie und dann kommt, wie gesagt, Risiko-Money-Management, wie das Ganze umgesetzt wird und dann diese Routine, die wir beide als Sportler kennen, dranbleiben, zu sehen, wie wird diese Strategie umgesetzt. Wer bei uns im Live-Trading-Raum dabei ist, wir sind so im Durchschnitt 600 Leute jeden Morgen da, der wird sagen, wow, das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Carlos mit roten Hosenträger, Zigarre und jetzt gehen wir long, jetzt gehen wir short. Es geht komplett ruhig vonstatten, weil eins habe ich mir geschworen in den letzten Jahren, das ist meine Erfahrung, die Umgebung mit den Leuten, mit denen du dir zusammen tradest, die ist extrem wichtig. Und dann habe ich gesagt, okay, in unserem Chat, wenn wir untereinander sprechen und schreiben, werden es nur Fragen sein zum Setup, was wir aktuell traden. Das heißt, ich trade die Strategie, die wir im Coaching den Leuten beibringen, traden wir eins zu eins um. Ob Sebastian oder Jochen jetzt long im Schweizer Franken ist, das interessiert mich nicht und das führt auch nur zur Ablenkung. Deswegen sagen wir, der Markt, das ist ja das, was wir versuchen, den Leuten reinzugeben vom Trading im Mindset, der Markt hat immer recht. Wenn ich merke, dass aus meinem Bauch heraus, aus meinem Gefühl, ich merke, der Markt müsste eigentlich heute long gehen, dann muss ich das rausmerzen und sagen, nee, denk nicht so. Du kannst zwar deine Idee mit reinbringen, der Markt müsste eigentlich long, aber eigentlich ist der Markt hat recht. Und wenn du das verstanden hast, wenn du diese Brücke gehst, dann bist du im Flow und sagst, okay, wenn der Markt short ist, dann geht er short. Wenn der Markt long ist, dann gehen wir halt long. Und die meisten Fehler passieren, weil man in einer Meinung vertritt, eine Meinung vertritt, die dann nicht eintritt,
Und dann versucht man den Trade trotzdem laufen zu lassen, zieht alle Stop-Loss-Marken und dann ist irgendwann, ich habe das leider hier nicht, aber dann hat man eine Kerze an und hofft, dass der Markt dann wieder zurückkommt. Im Nachhinein, wir wissen das beide, die Märkte sind ja Schwankungen unterliegen, ist irgendeiner dann immer wieder im Recht. Aber somit verdienen wir im Trading kein Geld, sondern wir brauchen unseren Plan. Der Markt hat recht. Und wenn der Markt dreht, dann ist das so, dann steigen wir letztendlich aus, weil niemand sollte ein Trade, wie gesagt, beurteilen anhand eines Trades, sondern immer an Form einer Serie. Sehr, sehr interessant. Und da merkt man eben auch deine 25 Jahre Erfahrung. Das steckt eben sehr, sehr viel mit drin in diesen kurzen Sätzen. Wer mehr vom Carlos wissen möchte, wir werden zusammen ein Live-Webinar machen. Da wird der Carlos auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und wird eben auch deine Fragen mit beantworten. Ich finde es einen sehr spannenden Ansatz, weil er ja auch Menschen wirklich an das Thema ranbringt und eben auch diese 1-zu-1-Betreuung gewährleistet. Stehen ja auch technische Fragen dahinter, wie Trading funktioniert, stehen steuerliche Fragen dahinter, stehen Setup-Fragen dahinter und eben diese ganzen emotionalen Themen. Und ich finde es einfach gut, wenn man sich da auch versammelt und nicht eben jeder alleine für sich ein bisschen was macht und somit ausprobieren und Fehlern lernt, was ja an der Börse sehr schnell sehr teuer wird, gerade wenn diese Emotionen greifen und diese Kerze dann angezündet werden muss. Deswegen freue ich mich schon sehr auf dieses Live-Webinar am 19. September. Lieber Teilnehmer, melde dich da unbedingt an. Wird sich in jedem Fall lohnen und der Carlos und sein Team werden auch für Fragen mit bereitstellen. Ich habe so die Idee bei mir auf dem YouTube-Kanal, der Gast hat immer das letzte Wort. Gibt es so vielleicht finale Themen zum Thema Trading, die du noch mit uns teilen möchtest, Carlos? Ja, einer meiner Lieblingssprüche, die ich immer wieder sage, die beste Strategie der Welt ist nur so gut, wie du sie umsetzt. So, und dazu gehört, wie gesagt, immer das Risiko und Money Management zu wissen, wie viel ich pro Trade riskiere im Trading. Umso mehr, ja, weil als Investor, wenn ich eine Aktie kaufe, kann ich mir, sage ich mal, Fehler in Anführungsstrichen erlauben, weil ich einen Korb trade. Im Trading werden wir Fehler machen, aber das Gute an einem Fehler ist, die muss man nur einmal machen. Man sollte ihn nicht zweimal machen, weil dann ist das eine Entscheidung, die man trifft und die ist dann nicht gut. Und ihr seht, oder ich hoffe, das kommt rüber, Trading ist mehr als nur Kaufen und Verkaufen, sondern es hat viel hier mit den 15 Zentimetern zu tun. Und das finde ich extrem spannend, auch nach 25 Jahren, weil es ist immer ein Spiegel, den man charaktermäßig nach vorne gehalten bekommt. Und für die Leute, die vielleicht Gewichtsprobleme haben, rauchen oder wie auch immer, ist Trading auch ein Instrument, um disziplinierter in seinem gesamten Leben zu werden. Vielen Dank.